Mein Plan ist, mir ein bisschen Wasser zu holen, denn ich brauche was für meinen Dynamo, denn ich Ja, für werde die heute Dusche, ganz weil viel du so Papier. stinkst. Brutsch, Alter, ey, komm, komm, jetzt und ich Jetzt, jetzt langsam, ne? ja, Da riecht's wenn du dann. in Hamburg bist, weißt du, dann kriegst du erstmal so eine richtig gute alte Nackenschelle, ey, weißt du? Oh, Es ist eine Respektschelle bekommst du. ja. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Galaxy zusammen mit dem guten alten Concrafter. Hallo, bist du da? Er ist scheinbar weg, dementsprechend connecten wir einfach mal auf den Server. Ja, ich bin einfach gerade weggelaufen. Einfach. Ich habe mir gedacht, der Paluten, der stinkt so und warum sage ich das eigentlich immer? Weil es Ich weiß stimmt, es einfach nicht. weil es stimmt. Einfach weil es die Wahrheit ist. Ach Mensch, ja, was ist dein Plan? Mein Plan ist, mir ein bisschen Wasser zu holen, denn ich brauche was für meinen Dynamo, denn ich Ja, für werde die heute Dusche, ganz weil viel du so Papier. stinkst. Brutsch, Alter, ey, komm, komm, jetzt und Jetzt, ich. langsam, ne? Ja, Da riecht's wenn du dann. in Hamburg bist, weißt du, dann kriegst du erstmal so eine richtig gute alte Nackenschelle, ey, weißt du? Oh, Es ist eine Respektschelle bekommst du. ja. Okay. Können wir machen. Sag, können wir machen. Geht durch. Mach Ich das brauch mal. ein bisschen Holz hier. So, ja, ich hole mir jetzt Palmwood und dann mache ich einfach mein Haus ein bisschen schöner. Und dann, ich weiß nicht, was mit dem Pulverizer kannst du doch einfach die Erze, die es gibt, in Pulver umwandeln. Dann kannst du das Pulver irgendwie und dann kriegst du die doppelte Anzahl an Erzen raus oder irgendwie sowas Genau, machst du, so oder? funktioniert das Ganze. Ich habe den allerdings nicht für diesen Zweck jetzt gebaut, sondern um mir relativ viel Papier herzustellen, weil dieses ganze Zuckerrohrfarm, das ist alles ein bisschen nervig und das dann wieder anzubauen. Man kann einfach Holz nehmen und das dort in Woodchips umwandeln. Das müsste jetzt, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das jetzt hier funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mein, Vorsicht, mein Ei hat sich bewegt. Nicht mein anderes, ne? Das Drachenei. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich habe auch so ein bisschen Angst. Dein Ei hat sich bewegt. Ja, das wird ja manchmal, die Leute legen immer alles gleich, was man sagt, auf die Waagschale. Ich habe Angst, dass mein Drache hier irgendwie spawnt und weißt du, der Feuerdrache verbrennt im Feuer. Das wäre echt nicht so geil. Hat er nicht so eine Immunität dagegen? Hoffentlich. Das wäre echt nice. Also habe Das ich wäre auch. Ich, ne? Wenn ich in Feuer falle, dann verbrennt das Feuer und nicht ich. gerade so ein bisschen Pulverizer vor. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Pulverizer Den musst genau du mir mal funktioniert. zeigen. Zeig mir mal Den deinen würde ich dir sehr gerne Pulverizer. zeigen. Zeig mir mal dein bewegendes Ei. Ach Mann, aber bei mir nebenan hausen auch schon zwei Drachen, du. Ich hab da gar keinen Respekt mehr vor. Die gucken mich immer so böse an. Der Tim hat ja einen und der Max hat ja auch einen. Und ich sitze hier mit meiner Fledermaus. Oh. Oh. Eine Runde Mitleid. Ja, aber ich kann als Fledermaus unter meine Kisten drunter klettern und das mache ich gerade. Ich kletter hier ein bisschen rum, setze jetzt überall mal ein bisschen Holz hin. Warte mal, braucht der Steam-Dynamo noch irgendwelche Sachen? Okay, generates red flux using steam. Solid fields and water can be used to generate. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir dann einfach mal die Kohle hier rausnehmen. Dann kann ich quasi diesen Tropikraft-Stuhl wieder abbauen. Ich glaube schon. Ah, jetzt kommt da auf jeden Fall mal ein bisschen Steam an. Und jetzt Wie wird das auch powerst du das verarbeitet. Ganze Perfekt. denn? Bitte? Wie du das Ganze powerst? Mit dem Steam-Dynamo, der braucht scheinbar ein bisschen Ja, Wasser dann und ist ein das doch bisschen nicht das, Kohle. was ich vorhin dachte. Weil das bei Megaprojekt war es so, dass wir. Ich weiß nicht, kennst du das Megaprojekt noch? Ich kenne das Megaprojekt, ja, ich habe es verfolgt. Okay, gut. Weil da war es halt so, dass man. Ja, wie war es denn da eigentlich? Wir hatten halt auch so eine Modifikation drin und man musste das Ganze halt irgendwie powern über Generatoren. Oder Nuklearenergie oder Windenergie. Ich habe mich für Solarenergie entschieden, war auch letztendlich irgendwie eine ganz gute Entscheidung. Allerdings war das Ganze sehr, sehr aufwendig. Also um so ein Solarpanel, das war nach, also Solarpanel ist halt einfach das, womit du das dann quasi betrieben hast, um das nachher zu bauen, bräuchtest du dann locker nochmal irgendwie 4, 5 Folgen, um einen so einen Teil zu bauen. Und du brauchtest 8 von diesen Teilen. Um das Ganze irgendwie Okay. zu powern und so, das war mega zeitaufwendig. Deswegen war das Megaprojekt am Ende quasi nur noch craften. Und ich hoffe, dass das hier anders ist, weil du hast jetzt zum Beispiel jetzt schon relativ schnell ja das Ganze hinbekommen. Ja, aber es gibt ja so eine breite Auswahl. Was mich mal interessieren würde, vor allen Dingen bei deinen Zuschauern, wer denn alles noch das Megaprojekt sozusagen miterlebt hat oder wer die Zeit zum Beispiel verpasst hat, das würde mich echt mal interessieren. Schreib Vielleicht das mal ja gerne auch unten in die interessant bei Kommentare. deinen Zuschauern, also gerade bei deinen, weil bei dir ist das ja so, du machst ja jetzt noch nicht seit 4, 5, 10.000 Jahren Videos.
Oder ich weiß nicht, seit wann machst du Videos? Ich mach schon seit anderthalb Jahren nur. Ja, seit anderthalb Jahren, aber jetzt nicht so seit 5.000, 6.000 Jahren. Du weißt ja, ich meine, dass du schon so lange in der Szene bist, dass man, was soll ich denn überhaupt sagen? Du bist jetzt Ich weiß nicht, so auf jeden Fall, ja? Ja, genau. Gefestigt. Auf jeden Fall, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall echt mal interessieren, während ich jetzt mal... Ach so, ja, ich meinte, dass es eventuell Leute gibt, die sich extra wegen dir... quasi, weil sie so dachten, boah, der ist so cool und da mache ich mir jetzt mal einen YouTube-Kanal, damit ich den abonnieren kann und so. Da gibt es ja Leute, ne? Also auf jeden Fall gibt es die. Und dass die eventuell sich dann extra wegen dir einen YouTube-Kanal gemacht haben und eventuell gar nicht das Megaprojekt kennen. Deswegen, weil sie halt die Leute noch seit relativ kurzem dabei sind, nicht du. Mann, ich bin die... Boah, bin noch blöd, ey. Ich mache mir hier gerade so eine tolle Farm, weil ich habe so viele Seeds. Alles mögliche. Ich habe Strawberry Seeds und alles mögliche. Krass. Krasser Typ. Ich werde jetzt mal meinen Typen hier ein bisschen... Ich hab mir doch... Ach, hier ist das Relikt. Relikt, was kann man mit dem Relikt machen? Da kannst du Dinos mit ausbrüten. Und die Relikte sind unter anderem auch dafür da. Ich habe mir so ein Worktable gebaut. Da kannst du dann so Broken Ancient Swords, die kannst du mit Relikten reparieren. Und jetzt wurde das hier schon komplett weggesnackt. Und dieses Sword ist richtig nice. Ist, glaube ich, so stark wie ein... Oh, was bist du denn für einer? Wie ein Diamantschwert. Aber hat noch so einen richtig geilen Feuerflächeneffekt. Und da muss ich eigentlich unbedingt noch mehr Relikte finden. Stimmt, meine Minions, ihr solltet doch auf jeden Fall mal wieder ein bisschen arbeiten, ey. Meine Minions sind irgendwie weg. Ja, dann musst du Z drücken, dann drückst du Unsummon Minions und dann kannst du sie wieder mit rechts klicken. Genau. Ja, okay, den habe ich gerade eh nicht dabei. Ja, ich glaube, ich mache jetzt wirklich erstmal meine Fassade hier so ein bisschen. Das soll ja alles gerade ein bisschen schöner bei mir aussehen. Damit, wenn mich der mal Paluten hier mal besuchen kommt, ne? Also jetzt nicht in Hamburg, wenn wir da wohnen, sondern, also er wohnt da ja, sondern wenn ich hier wirklich dann mal auch dieses verdammte Portal geschissen bekommen kriege, was du hast es auch nicht und noch nicht, ne? Nee, ich habe mir einmal ein Tutorial dazu angeguckt, aber ich habe es auch noch nicht irgendwie komplett verstanden. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, weil man dann solche Koordinaten eingeben muss. Und ich habe gerade das heißt, ich kann dir die Koordinaten von meinem Plumpsklo hier zusenden und du kommst dann einfach mal dahin. Genau. Und dann kacken wir eine Runde zusammen. Zum Beispiel, das ist eine Sache, die man machen kann, aber wir können ja auch ein bisschen appetitlichere Sachen machen, wie dann zum Beispiel ein Drachenkampf. Ein Drachenkampf, weil ich auch so tollen Drachen besitze. Ja, bis dahin hast du doch bestimmt einen. Ach, bestimmt. Natürlich, na komm, vielleicht gibt dir Smurfwaffel ja auch einen, der hat noch einen. Den hast du vorhin schon erwähnt, wer ist das? Ich kenne ihn gar nicht. Sturmwaffel. Ach so. Den nenne ich immer Smurfwaffel. Smurfwaffel, ich habe immer Smurfy irgendwie verstanden. Ich denke mir so, wer ist das? Voll peinlich, dass ich den nicht kenne, wenn der im Projekt ist und so. Bin schon voll geschämt hier und dann Sturmwaffel. Mensch, sag doch Sturmi oder Stinkeratte oder keine Ahnung, irgendwas. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht, dass du diesen Begriff nicht kennst. So, die Leute meinten, dass hier noch irgendwo Sachen sind. Also bei Bergsman, natürlich klar, aber... Okay, Bergsman. Smurfwaffel. Hey, Smurfwaffel. Denn eine Smurfwaffel. Oh ja, ich glaube, ich kriege wieder Gunpowder. Ja, ich habe Gunpowder bekommen. Und wie viel? Ich habe jetzt 4. Toll. Ich brauche noch einen. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Bullets ich da bekomme. Das wäre so traurig, wenn ich einfach nur eine Munition dafür bekommen würde. Ich so die ganze Zeit hier, was heißt die ganze Zeit? Aber immer mal so, wenn ich einen Creeper sehe, töte ich den und kriege einfach nur einen Schuss. Ey, das wäre so traurig. Mann. Oh, hier ist dieser Permafrost. Oh, ein Buch ist da rausgekommen. Das ist natürlich nice. So, nochmal mit dem Permafrost. Weil da aus diesem Permafrost hört sich an wie so ein Frostschutzmittel bei Autos. Könnte es auch Permafrost sein, ist allerdings aber auch wieder von dem anderen Modpack hier von diesem mit den Fossilien, weil dann kann da auch direkt eine DNA spawnen. Die Leute meinten bei mir, ich hätte hier Fossilien übersehen, aber entweder bin ich blind oder blöd. Ich oder bin ja mal so, och. Was los? Ich schaffe es nicht, Creeper zu töten. Das ist schade. Oh, ich hatte so eine richtig super Taktik entwickelt, die mache ich jetzt auch wieder. Ich fliege an denen vorbei. Okay. Lag die einmal und dann bin ich quasi aus diesem Explosionsradius von denen raus und jetzt müsste ich ihn ja kriegen. Ja, okay, hat er was droppen lassen? Oh, ja. Oh jo, nee. Doch, ja! Du bist jetzt live dabei, während ich mir meine erste Munition mache. Wii U. Ja, eine Wii U. So. Ich habe einfach nur Wii U gesagt. Okay, 5 Eisen habe ich auch. Das heißt... Warte, ich muss erstmal irgendwas aus meinem doofen Inventar jetzt hier rausschmeißen. Ich habe hier schon ein Sortiersystem, ey, da bin ich ja so stolz drauf. Und so ein bisschen habe ich ein Sortiersystem. Nein, ich pflege das nur nicht, ich habe mir Kisten gemacht, ja. So,
Stelle ich hier unten. Wo mache ich das denn jetzt? Ja, komm, ich mache jetzt erstmal Platz hier für die Patronen. Dann habe ich AK-47. Hast du schon eine AK? Ja. Läuft bei jetzt habe ich hier Ammo. Okay. Ich schieße damit jetzt einmal auf einen Mod. Mod. Ich schieße eine Mod ab. Nee, ich schieße einmal damit auf einen Mob. Und dann schaue ich mal, was passiert. Boah, jetzt bin ich aber echt gespannt, ey. Das, wenn das jetzt nur eine Bullet ist, ne, dann bin ich aber echt so traurig. Ist ja am Boden zerstört. Warte mal, ich kann den Gönzen. Nee, hier sollen die das reintun. Zack. Am besten auf irgendwas, was nicht so wegläuft. Läuft der nicht weg an Mobs? Ein Zombie ist eigentlich ganz chillig. Ah, da steht erstmal ein Skelett. Mega viele Wasser. Oh. Okay. Boah, ist das geil. Ich habe 30 Schuss. Das ist stark. Ja, die Waffen sind echt nice, aber viele meinten auch, dass die gar nicht so stark sind. Zack. Oh, 35. Okay, ein Creeper Paper, mit zwei Schüssen nice. Hatte ich damit jetzt. Und mit einem Dia-Schwert brauchst du dafür 3. Okay. Ja, wurde eigentlich der Rapier oder so, wie die heißen, verboten? Das sind doch die Waffen, die die Rüstung komplett ignorieren und 2 bis 3 Schaden machen an Herzen oder so. Da müssten wir eigentlich nochmal mit den anderen ein bisschen talken. Oh, das Ei bewegt sich mal wieder ein bisschen. Du meinst diesen Rapier oder irgendwie? Ja, genau, Rapier. Da gibt es ganz viele verschiedene davon. Das sind so Schwerter. Ja, ja, und das ist eben das Problem, dass die Rüstung eben ignorieren. Ey, ist das schön, dass meine Waffe funktioniert. Und dass ich einfach 30 Muni da schon drin habe. Ey, das freut mich ja gerade richtig. Und die macht auch noch relativ viel Schaden. Ja, ist das geil, ey. Schön, freut mich. Endlich was erreicht. Endlich was erreicht. So, mein Stuhl schmeiße ich dann erstmal weg. Den brauche ich ja dann. Nicht wegschmeißen, behalt den doch. Okay, mal dich dann. Weißt du, kannst doch nicht einfach. Wer ich den jetzt hin? Mein Bett nehme ich auch mal mit. Ich muss jetzt allgemein mal gucken, wie ich das mache. Hier soll ja so eine Glasfront vor. So. Ich glaube, das wird mega scheiße aussehen. Mit einer Glasfront hier. Kann ich das jetzt hier nicht eingeben? Oh, habe ich das falsch geschrieben? Ja, ich glaube, das wird heftig scheiße aussehen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach noch ein bisschen anders. Ich mache das jetzt so. Bei mir wird meine Sachen werden nicht aktualisiert, wenn ich danach suche. Inventory, das ist doch Enable Cheat Mode, Recipe Mode. Wenn du danach suchst? Naja, also wenn man, du weißt doch, wenn man E drückt und dann irgendwie nach irgendeinem Rezept sucht. Ja. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Gun eingebe, dann passiert nichts. Dann sehe ich einfach immer nur noch meine nervigen Steam-Dynamos. Egal, das wird jetzt, weil ich wollte mir eigentlich eine Dubstep-Gun jetzt einfach mal snacken. Eine Dubstep-Gun? Genau. Aber... Eine Dubstep-Gun, was macht die? Dubstep? Die verschießt Dubstep. Die macht dann so eine ordentliche Mucke oder so. Ich habe die bei Kev, glaube ich, mal gesehen. Die ist echt richtig nice. Aber so wirklich, ja, was bringen tut sie auch nicht. Das ist ja aber witzig. Sie macht halt Mucke. Ist einfach ein nettes Feature. Dubstep-Gun. Mann, ich muss jetzt überlegen. Ach ja, genau, Advanced Genetics. Da muss ich unbedingt jetzt hier unten was freischaufeln. Brauchst du aber verrückte Sachen für, ey. Wieso? Da brauchst du einen Block of Diamond, eine Jukebox, einen Notenblock und einen Redstone-Block. Ja, aber das geht doch eigentlich alles locker von der Hand. Ja, das geht auch eigentlich, aber das wäre mir wieder viel zu viel Arbeit. Immer dieses ganze Zusammencraften, ey, Mensch. Gar keinen Bock drauf. So, ich hole mir jetzt erstmal noch ein bisschen Sand, damit ich mir Glas machen kann. Ja, das ist eine gute Sache, weißt du, schön Glas machen ist, keep it casual. Ja, scheiß auf die Mods, die hier drin sind. Ja, Conny, mal oldschool. Nee, ich mache erstmal mein Haus, weil wenn ich in so einer kleinen Bruchbude lebe, dann bin ich nicht glücklich, wenn ich mir dann was crafte. Wenn ich das Ganze hier auf die Oldschool-Taktik erstmal schön eine Glasfront machen, dann müssen wir auch die Folge mal jetzt wieder beenden, ne? Oh, schon. Irgendwie, 14 Minuten sind wir gerade. Oh, dann muss ich Advanced Genetics aufs nächste Mal verschieben, Mensch. Egal. Gut, wollen wir runter? Nee, ich wollte jetzt hier noch 10 Stunden draufbleiben. Okay. Ja. Oh, gut, der Paluten, der geht einfach, Mensch. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Okay. Also das schiebt mir ein bisschen. Klär mal in Hamburg dann. Dann hau ich dir so auf. Genau, das klären wir. Gibt's ein Dance-Off. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.